sind heute in Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal. Ich treffe gleich Helga Wendt. Die Preisträgerin ist die älteste Schwimmlehrerin Deutschlands und 85 Jahre alt. Seit über 30 Jahren begleitet sie ihre Schwimmschüler auf dem Weg zum Seepferdchen. Wir sind jetzt im Schwimmbad Aqua City in Rendsburg angekommen, wo ich gleich Helga ihren Preis überreichen werde. Und hier wartet sie auch schon auf mich. Helga, du hast in den letzten 30 Jahren so vielen Kindern das Schwimmen beigebracht. Da ist der Nivea-Preis für Lebensretter in der Kategorie Seepferdchen für alle bei dir genau an der richtigen Adresse. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Danke für diese große Ehrung. Ja, sehr gerne. Mit Ehrung habe ich das ja eigentlich nicht so, aber bei so einem schönen Pokal und bei so netten Leuten bedanke ich mich recht herzlich. Ja, wir haben zu danken, Helga. Sag mal, wie oft bist du denn die Woche im Schwimmbad anzutreffen? Also hier bin ich dreimal die Woche, im Uhrenblock zweimal die Woche, einmal in Kiel. Wow, also man kann sagen, ja. 6 Tage die Woche bist du. Ja, genau. Und dann noch die Wettkämpfe kommen dazu, die Wochenendwettkämpfe mit den Kindern. Wahnsinn. Was würdest du denn sagen, macht dich als Schwimmlehrerin aus? Bist du besonders streng? Nein, ich bin genau. Genau. Genau bin ich und muss auf alles gucken, darf keine Fehler übersehen, dass man körpergerecht ausbildet und gesund ausbildet. Unterwassersicherheit ist das A und O. Du musst unterwassersicher sein und dann kann das Schwimmen beginnen. Das ist die erste Eingangslage. Du hast so vielen Kindern das Schwimmen beigebracht. Du hast mit deinen Schützlingen Medaillen, Auszeichnungen gesammelt und bist selbst deutsche Meisterin. Ja. Was würdest du sagen, war in den letzten 30 Jahren für dich ein ganz bewegender Moment oder eine ganz schöne Begegnung? Also ich habe nur schöne Begegnungen, aber ich habe dann auch aus Schwimmern, die verkrampft und ängstlich und mit Todesängsten ins Wasser schauen, wo ich dann aus den Schwimmern mache, sichere Schwimmer, die dann als Triathlet im Freiwasser sich bewegen können, habe ich gestern erst meinen Danny noch mal gelobt. Oh, wie schön. Und dann hatte ich noch vormittags Kinder. Ja. Und da auch Kinder, die mit Wasser, mit Ersticken, Ängsten und so, die jetzt schon kraulen und rücken. Und auch mit Delfin habe ich gestern angefangen, die dann auch schon mal die 6 Meter hier in meiner Goldgrube schwimmen konnten. Das glaube ich. Das sind besonders bewegende Momente. Ja. Also man muss auch Spaß haben und auch Freude haben mit dem, was du schaffst. Und die Freude musst du ja vermitteln, sonst kommt da auch nichts an im Wasser. Ja. Es ist egal, ob du Erwachsene hast oder Kinder hast. Die Erwachsenen schwimmen ist Schwimmen. Das hat mit keinem Alter zu tun. Helga, ganz, ganz herzlichen Dank und nochmals ganz herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus. Wir geben ab und sagen bis dann.